Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Wie wirkt eigentlich Tilidin? Ihr wisst ja, dass ich Fibromyalgie habe und deswegen Tilidin verschrieben kriege und medizinisches Cannabis. Sorry, dass ich ein bisschen komisch rede. Ich kriege gerade die Kauleiste gemacht und habe Provisorium drin. Aber ich wollte jetzt die Serie einfach mal weitermachen. Also, Tilidin bei bestimmungsgemäßen Gebrauch ist es so, dass man es gar nicht mehr merkt. Ja. Das heißt, ich nehme am Tag mittlerweile morgens 100 Milligramm und mittags 100 Milligramm und merke davon nur eine Schmerzreduktion. Ich bräuchte eigentlich 200, damit die komplett weg sind, die Schmerzen, aber dann sind die Nebenwirkungen so hoch, also 200. Dann sind die Nebenwirkungen so hoch, dass es einfach nicht mehr, es mag das nicht. Ich komme damit nicht klar. Beim Missbrauch schaut die Sache schon wieder ganz anders aus. Ja. In Berlin haben sie jetzt erst vor kurzem einen Apotheker und ein paar Männer aus dem arabischen Sprachraum festgenommen, die Tilidin in großen Mengen gekauft haben. Über die Apotheke, Rezeptfälschung mit einem Arzt, also da war auch noch ein Arzt dabei, haben die halt Tilidin besorgt und das auf dem Schwarzmarkt verkauft. Also so stand es in dem Bericht drin. Als ich 2000, also im Jahr 2000, mir das habe verschreiben lassen, habe ich auch noch Tropfen bekommen. Die Tropfen, die, da kann man schon Missbrauch, das geht schon ganz schnell. Wenn du da nur die Menge nimmst, die für einmal vorgeschrieben ist auf dem Rezept, dann merkst du am Anfang einen richtigen Kick. Es kribbelt am ganzen Körper, hey, du kriegst so einen richtigen Morphium-Kick. Ja, so fühlt es richtig an, wie Morphium oder Heroin. Am nächsten Tag ist das schon nicht mehr so. Das ist nur beim ersten Mal so richtig heftig. Danach ist es abgeschwächt. Du musst die Mengen erhöhen, um dasselbe Feeling zu haben. Jetzt ist es aber beim Missbraucher so, da interessiert das denjenigen hier gar nicht. Der nimmt ja schon von Anfang an eine Überdosierung, also mehr als man eigentlich nehmen sollte, aber immer nur weniger, dass man nicht draufgehen kann. Und bei Tilidin hier, da ist ein Naloxonhydrochlorid drin. Ne? Das gibt's in Deutschland nicht anders, seit den 70er Jahren. Um einen Missbrauch vorzubeugen. Das Naloxon ist ein Antagonist. Das bedeutet, wenn du, angenommen, es hat dann eine Heroinüberdosis, und du gibst dem Naloxon, gibt es mittlerweile als Nasenspray, holt man die Person wieder zurück. Dann wacht der wieder auf, die Überdosis wird aufgehoben, der ist sofort auf den Zug. Ich habe dummerweise mal, wo ich halt gerade aufgehört habe mit Heroin, mir Tilidin mal injiziert. Ganz, ganz wenig. Und ich habe einen Horrorentzug deswegen gehabt. Das war brutalste. Nie wieder wollte ich so einen Entzug spüren. Also muss ich schon ehrlich sagen, also das funktioniert wirklich mit diesem Naloxon. Ja. Jetzt ist es aber so gewesen, dass in Neukölln waren viele Jugendliche unterwegs, die, wenn sie Scheiße gebaut haben und von der Polizei festgenommen werden sollten, sich so gewehrt haben, dass die halt auch einen enormen Gewalt anwenden mussten. Da waren halt dann 4, 5 Beamte auf einen und teilweise Arme brechen haben müssen, weil die nichts gespürt haben. Die haben halt da rein und die hat halt, ja, es wäre nichts. Das ist ein Problem. Wenn du da Straftäter hast, die alle schmerzunempfindlich sind. Deswegen wurden die Tropfen auf BTM-Rezept nur noch verschrieben. Also es wurde geändert, das Gesetz wurde geändert. Früher konntest du es auf ein Privatrezept haben oder auf ein normales Kassenrezept. Und heute kriegst du es nur noch auf BTM-Rezept. Die Pillen, da schaut es anders aus. Die haben eine retardierende Wirkung. Da wäre der Missbrauch, wenn man es jetzt zerbricht, zerstampft oder sowas und dann so halt einnimmt, weil es dann eine extreme Wirkungssteigerung natürlich hat. Also so hält das 12 Stunden an und wird über die 12 Stunden soll angeblich das so abgegeben werden. Ja, die Wahrheit, es sieht anders aus,
länger als 6 Stunden hält die nicht an, wenn man es schon länger einnehmen muss. Und die Dosissteigerung ist auch bei den retardierenden Tabletten gegeben, nur sehr viel langsamer. Also bei den Tropfen war das ja ruckzuck, weil das ist immer auf und ab. Du nimmst die, 2-3 Stunden später lassen sie nach und musst wieder welche nehmen. Und jedes Mal, wenn du die nimmst, hat einen kleinen Kick. Bei mir war das so, dass ich manchmal extra lange gewartet habe, dass die Schmerzen schon fast unausstehlich worden sind, weil es so geil war, wie die Schmerzen einfach abgeschalten werden. Also es ist halt einfach schön. Ja, da tut alles weh und dann nimmst du ein paar Tropfen her und dann ist das weg. Die tut nichts mehr weh. Das ist dann natürlich verführerisch. Für mich war es verführerisch. Ja. Aber laut dieser Leitlinie soll man ja Tramal geben, also Tramadol, aber das vertrage ich nicht. Deswegen hat sich mein Arzt, hat er gesagt, nehmen wir halt Tilidin. Das hat außerdem noch eine stimmungsaufhellende Wirkung bei manchen Menschen. Ja, einige, die werden davon müde. Ich bin einer von denen, die werden da voll aktiv davon. Also mich putscht das total auf. Mich putscht auch Heroin total auf. Ich werde nicht müde und hänge ab in der Ecke wie andere, sondern da werde ich richtig voller Energie. Das ist ganz krass. Aber wie gesagt, die Wirkung ist die Nebenwirkung selber nicht wert. Das ist nicht okay. Das Problem ist, man kann Tilidin nicht als Substitut nehmen, wegen dem Naloxon. Also wer auf die Idee kommt, aufgrund eines von meinen Videos Tilidin zu nehmen, anstelle von seinen Opiaten, die er nimmt, Codein oder wie die alle heißen, die ganzen Tabletten, die man so kriegt, und Methadon und Polamidon oder sonst irgendwas, die sollten es auf keinen Fall nehmen. Das Naloxon löst einen Entzug aus. Das geht nicht. Man müsste sich erst ganz weit runter dosieren, so weit runter, dass das Morphin, was da erzeugt wird bei einem Tilidin, das therapeutisch gewollt ist, das wird dann gedeckelt von dem Naloxon, das da drin ist, dass das ausreicht, um deinen Entzug auszuschalten. Dann wird das gehen, ansonsten nicht. Tilidin ist wirklich durch dieses Naloxon, was da mit drin ist, ziemlich einfach zu entziehen. Ja. Natürlich ist es für jemanden, der es jetzt medizinisch benutzen muss, nicht so einfach. Also ich kann es nicht absetzen, weil ich eine Grunderkrankung habe, gegen die ich es nehme. Aber ich betreibe keinen Missbrauch. Ich nehme genau eine am Morgen und eine um 12 Uhr Mittag. Da klingelt mein Wecker, dann nehme ich die. Punkt. Keine mehr, keine weniger. Als ich auf 600 Milligramm mal maximal war am Tag, da habe ich morgens 2 Stück genommen von 200 Milligramm, also 400 Milligramm. Und dann habe ich nochmal mittags 200 nachgelegt. So bin ich über den Tag gekommen. Aber meine Nieren und meine Leber und sonst so, meine ganzen Nebenwirkungen, die nicht in der Packungsbeilage drinstehen, haben mir aber einen Rest gegeben. So dass ich das wieder runterfahren habe müssen, das ging gar nicht anders. Das war 2015, wo das losging. Und dann habe ich mir auch dann die Erlaubnis damals noch geholt. Das war dann schon 2016, hat so lange gedauert, medizinisches Cannabis besitzen zu dürfen. Und dann wurde ja das Gesetz geändert und seitdem man es auf BTM-Rezept kriegt, kann es ja jeder besorgen. So schlimm ist das jetzt nicht mehr. Also es ist jetzt schon handelbar, dass ich halt nicht mehr ganz so viel Tilidin benötige. Die Nebenwirkungen gehen auch zurück. Also, das war es heute mal zu Tilidin. Jetzt habe ich auch gleich alles erzählt. Also das Negative wie das Positive. Deswegen mache ich da jetzt keinen zweiten Teil dazu. Aber ja, beim Missbrauch ist es wie Morphium. Und beim normalen Gebrauch ist es einfach so, dass man keine Schmerzen mehr hat. Es putscht ein bisschen auf bei manchen Menschen. Die kriegen auch ein Laberflash, so wie ich. Also ich kriege ein Laberflash, wenn ich noch was dazu geraucht habe. Das ist einfach nur, wenn die Schmerzen weg sind, wenn man dann so viel Energie übrig hat, die man eigentlich zum Schmerzbekämpfen braucht. Ja? Also wenn man immer Schmerzen hat, dann muss man ja irgendwie eine Strategie finden, damit man trotzdem durch den Tag kommt und dass man halt nicht die ganze Zeit am Jammern ist. Ja, oder du kannst gleich einen Strick nehmen. Entweder du schaffst es irgendwie oder du nimmst einen Strick. Und da hilft mir das halt ganz einfach. Ja? Und wenn dann die Schmerzen weg sind, dann brauche ich diese Kraft nicht mehr, um das Ganze zu unterdrücken. Dann habe ich natürlich Power. Ja? Und dann kann ich auch arbeiten und alles.
Aber das geht halt nur, wenn ich das richtige Level habe. Und damit lassen wir es heute. Peace out.